Vielen Dank an dieser Stelle an Paradox Interactive, die dieses Video gesponsert haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, Cities Skylines 2 schon vorab anzutesten. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Spiel und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt und was ihr gut und schlecht im Verhältnis zum Vorgänger findet. Wollen wir Cities Skylines spielen, Leute? Genug Schabernack. Wo wollen wir bauen? Ich bin eine Österreicherin. Ich muss eigentlich Bergdorf nehmen, oder? Habe ich furchtbares Land gesagt? Ich meinte fruchtbares Land. Fruchtbares Land. Nicht furchtbares Land. Es ist fruchtbar. Vielleicht ist es auch furchtbar, aber das wissen wir dann nicht. Nicht Mordor nachbauen, Pia. Klar, ich plane in meinem Leben nie was anderes, als Mordor nachzubauen. Ich bin leider ein bisschen wie CDU. Wir bauen erstmal ein Kraftwerk. Wollen wir versuchen, eine so grüne Stadt wie nur irgendwie möglich zu machen? Ich würde das irgendwie als Ziel ganz cool finden. Viel öffentliche Verkehrsmittel. Nein, meine CDU-Stadt. Okay, jetzt sind wir angespeist an das große Stromnetz und können theoretisch gesehen auch Strom verkaufen. Das ist eine gute Sache. Es ist mir zu viel gerade. Aber ich will halt trotzdem, dass es so ein bisschen natürlicher sich verhält. Ich möchte hier so eine schöne Promenadenstraße haben. Es kann nachher auch ein Fußgängerweg sein. Hä? Was für Hochwasser? Was genau soll denn Hochwasser sein? Leute, ich habe einen kompletten Brainfart. Hier kommt das Abwasser raus. Hier ist die Promenade. Das wird eine ganz besonders schöne Promenade werden hier. Da kann man quasi, wenn man in der Früh die Spülung benutzt, bevor man danach schwimmen geht, kann man dabei zugucken, was vorbeischwimmt, was man in der Früh runtergespült hat. Hat auch seine Vorteile. Wenn du quasi im Klo was verloren hast, kommt es nochmal an dir vorbei. Und dann kannst du es nochmal retten. Ich baue jetzt hier ein bisschen Industrie, aber macht euch keine Sorgen. Das ist quasi grün-gelbe Industrie. Man muss an dieser Stelle ja auch sagen, grün setzt sich ja aus den Farben blau und gelb zusammen. Die türkise ÖVP und die grüne Ökonomie, die macht das gelb. Mir wird selber schlecht, wenn ich mit meinem Reden zuhören. Das ist ganz schlimm. So harmonisch. Ja, es ist Farblehre. Ja, wir haben einen Meilenstein, wir haben Geld. Wundervoll. Geil. Was ist denn mit dem Baugebiet passiert? Das F ist ja komplett schief. Herr, wo ist denn was schief? Also ich habe halt kreative Ansätze davon, wie Straßen verlaufen. Aber abseits davon läuft doch alles gut. Ist halt so ein Wendekreis. Ich weiß auch noch nicht genau, warum der so gerade hier verläuft, wie er verläuft. Ja, das hat jetzt alles einen Knick drin, ne? Das Ding hat auf jeden Fall einen Knick in der Optik. Ah, und wir können jetzt die größeren Wohngebäude bauen. Also ich bin halt extrem scheiße darin, Städte zu planen. Schaut euch das mal an. Das ist ja einfach alles irgendwie sehr schief. Es wirkt alles ein bisschen so, als hätte jemand die Stadt geplant, der nicht so ganz mit einem Dreieck umgehen kann. Und ich glaube, der jemand bin ich. Nicht den Wald planieren. Welcher Wald? Was für ein Wald? Wo ist denn Wa Wo seht ihr den Wald? Lull. Ich sehe keinen Wald. Dunk. Also wir brauchen, oh, wir müssen auch Müll abholen lassen. Okay, Moment, Leute. Wir haben hier so ein paar Probleme. Wo soll unsere Klinik hin? Ich habe eine richtig gute Idee. Wir bauen unsere Klinik direkt an den Fluss, damit sie quasi im Falle einer Überschwemmung nicht mit Patienten zuläuft, sondern mit Wasser. Brauchen wir einen Friedhof? Ich meine, so grundlegende Frage. Wenn Menschen tot sind, dann sind sie ja tot. Dann kriegen sie ja auch nicht mehr so richtig mit, wo sie sind. Dann ist denen doch, also ist es unmoralisch, mit Menschen zu heizen? Also, sie sind ja dann tot. Ja, was machst du mit den Leichen? Naja, eine Biogasanlage. Im Spiel. Im Spielchat. Und dann müssen wir einmal noch eine Mülldeponie irgendwo platzieren. Wohin mit der Mülldeponie? Ja, Mülldeponie eher nicht in die Innenstadt. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, warum bauen sich gerade nur so langsam neue Wohndinger? Also, warum haben wir kein Bedürfnis nach irgendwas? Wir haben halt keine Nachfrage für neue Gebäude gerade. Das finde ich sehr schade. Will niemand in meinem schönen Zuhause wohnen? Noch keine Jobs da. Doch klar, da. Wir haben halt keine Tesla Factory, okay, aber wer will auch schon bei Tesla arbeiten? Wie viel Wasserverschmutzung verursachen wir hier? Noch sieht's okay aus. Wir verschmutzen literally unsere eigene Promenade. Und es gibt ein Straßenwartungsdepot. Straßenreparaturen, Schneeräumungen und Aufräumarbeiten nach Verkehrs- und es gibt Verkehrsunfälle? Wild. Bürgerzufriedenheit erreicht.
Nee, erweitert. Geil. Hast du schon eine Statue zu deinen Ehren machen lassen? Nee, das noch. Nein. Wo ist es hin? Es entsetzt mich, in welchem Zustand die Gesundheitsfürsorge dieser Stadt ist. Man weiß nie, ob man behandelt wird oder nicht. Also, wir haben einen Friedhof und eine Klinik. Ich verstehe die Kritik nicht. Wir könnten Bäume setzen, Leute. Also, wir könnten quasi gerade hier unten. Ich meine, es sieht sehr kahl aus. Es hat jetzt zwar Bäume, aber es ist halt schon krass asphaltiert. Alternativ kann man es halt auch noch grün machen. Plus Bäume. Das sieht besser aus, finde ich. Meine Kamera hat keine Lust mehr zu arbeiten. Sie hätte gerne frei. Also geht sie einfach aus. Geil, wir können ein Top-Musiker-Anwesen hinstellen. So, Britney Spears. Wo würde Britney Spears wohnen? Ich hätte gesagt, Britney Spears wohnt auf jeden Fall hier unten. Und ich würde ganz frech das Gebiet hier einmal abreißen. Dann haben wir quasi hier an der Promenade direkt eine reiche Person. Das heißt, du kannst morgens, wenn du quasi hier so zur Arbeit fährst, kannst du einmal schauen, was du haben könntest, wenn du nicht du wärst. Aber du hast es nicht, weil du bist du. Oh Leute, wir können eine Schule bauen. Realistisch wäre die Schule auf der anderen Seite von der Hauptstraße. Es ist eine Grundschule, damit alle Eltern Grund zur Sorge haben, wenn die Kinder anfangen, allein in die Schule zu gehen. Aber ich glaube, wir packen es vielleicht lieber nicht auf die andere Seite der Hauptstraße. Ah ja, stimmt, da fährt man mit dem SUV hin. So war das. Und bringt die Kinder selber. Ich würde es halt einfach zum Friedhof bauen. Ich sag das gerade aber wirklich, wirklich nicht aus Böswilligkeit heraus. Ich schwöre. Ich wohne ja in Berlin. Und da ich in Berlin wohne, weiß ich sehr gut, wie man Straßen baut, die maximalen Stau verursachen und die keiner mag. Deswegen bauen wir da jetzt einen Kreisverkehr hin. Denn tatsächlich lösen mehr Spuren nicht alle Probleme. Es wird jetzt gefühlt schon sehr eng, oder? Ich wollte ja eigentlich sehr grün bauen. Es fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr so grün an gerade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist nochmal ein Einkaufsbereich. Weil dann kann ich mir grüne Gegenstände kaufen. Müssen Umspannwerke an Straßen sein? Machen die Lärm? Die machen Lärm. Die Kabel können 40 MW, du produzierst 22 MW. Ja, dann brauche ich das gar nicht. Warum haben sie denn gejammert? Ich brauche doch noch gar kein Umspannwerk hier. Ist doch noch alles prickelnd. Ich habe das quasi umsonst gebaut gerade. Oh, Kamera. Kamera, mach nicht diesen. Okay, nachts sehe ich absolut gar nichts von dem, was ich gebaut habe. Also wirklich gar nichts. Was denn da los? Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir auch einfach nur Verlust machen, ne? Wie nah man auch einfach ranzoomen kann. Aber wir haben sonst keine Beschwerden oder sowas gerade, ne? Ich möchte an dieser Stelle einmal anbringen, dass dieser riesige LKW 13 Kilogramm Holz liefert. Das ist seine Fracht. 13 Kilogramm Holz. Das steht dabei zu diesem privaten Wohnhaus. Er hat ein Frachtvolumen von 25 Tonnen und er hat 13 Kilogramm Holz geliefert. Und jetzt fährt er zurück ins Ochsental um 9:30 abends. Das N in LKW steht für nachhaltig. Aber grünes Holz. Oh, die fahren da sogar raus. Autos können jetzt auch wirklich auf Grundstücke fahren. Und dann packen die auch auf Grundstücken. Okay, das ist sehr, sehr cool. Ich habe meine Begeisterung gerade massiv daran gefunden, Leuten einfach nur beim Autofahren zuzusehen. Hat was sehr Beruhigendes. Oh, wisst ihr, was wir gar nicht gebaut haben? Wir haben nur eine Grundschule. Wir haben gar keine höhere Schule für Jugendliche gebaut. Jugendliche können keine Bildung erlangen. Die müssen quasi doof bleiben. Es gibt keine weiteren Ausbildungsmöglichkeiten gerade. Wissen ist überbewertet. Ja, wir wollen kein Dorf mit 1097 Menschen haben, das nur Homeschooling betreibt. Das hat mir zu krass America-Vibes. Das ist halt schon richtiges Stadtfeeling, ne? Ich habe gerade eine Frikadelle weggeworfen. Damit konnten wir so richtige Wohnungen bauen. Ich glaube, eine Doppelstraße reicht am Ausgang. Das ist gut möglich. Aber weißt du, was ich jetzt machen kann? Kann mich an einer bunten Stadt beteiligen und kann hier Bäume setzen und so tun, als würde ich quasi grüne Umwelt extrem wichtig sehen.
bis ich ein Einkaufszentrum hinsetze. Dieses Ding hier würde ich einmal abreißen. Da verlieren jetzt viele Menschen ihren Wohnort. Ich verstehe, dass das belastend sein kann mit dem verlorenen Wohnort. Aber versuchen wir bitte einmal, uns nicht aufzuregen, weil aufregen bringt nichts. Seht ihr, jetzt kann ich hier in der Mitte einen Parkplatz setzen. Ist doch gut gesetzt. Ich würde sagen, dieser Wohnblock ist jetzt einfach mal ein Testlauf. Und wir schauen quasi, das ist doch keine Pforte zum Ghetto. Hallo Leute, das ist ein wunderschöner Siedlungsblock. Ich weiß nicht, was ihr habt. Das ist doch kein Ghetto. Ich kann auch noch ein riesiges Parkhaus in die Mitte knallen. Achte darauf, dass deine Krankenhäuser auch Profit abwerfen müssen. Sind wir jetzt komplett im Christian Lindner Gameplay? Also wann ist das passiert? Was habe ich verpasst? Jugendliche sind in dieser Stadt anscheinend von Bildung ausgeschlossen. Ja, wir haben noch keine weiterführende Schule. Das ist richtig. Ich finde, es gab bis jetzt auch noch nicht genügend Grund dafür, eine weiterführende Schule zu bauen, weil es auch noch nicht genügend, es gibt auch nicht genügend Menschen hier. Es gab noch keinen Grund für Bildung. Größerer Block, größerer Parkplatz. Daraus kann man auch eine große Kreuzung machen. Da sehe ich mich. Hohe Miete. Ja, dann zieh doch um. Ich hab grad gekommen. Oh mein Gott, ich hab das gerade nicht gesagt. Oh Gott. Ich finde es sehr schön, dass man die Polizeiwache baut und das einfach keinen positiven Impact auf die Bewohner hat. So bei den anderen Sachen, so Krankenhäuser und so weiter, überall, yeah, voll cool. Dann baust du eine Polizeiwache und alle sind so, ja, okay. Könnt ihr euch erinnern, als ihr gesagt habt, eine breite Straße reicht bestimmt auch und wieso sollte es hier Stau geben? Ich habe vielleicht nicht dran gedacht, dass die Leute, die da hinten wohnen, morgens auch zur Arbeit müssen. Ich würde sagen, unter Umständen ist dieses Wohnprojekt gescheitert. Tiefgaragengebäude, Leute. Tiefgaragengebäude. Das ist das, was ich in der Innenstadt gebraucht hätte. Einfach ein unterirdisches Parkhaus. Reißen wir es jetzt wieder ab? Nee, oder? Wir behalten dieses eine richtig hässliche, riesige, diese eine hässliche, riesige Tiefgarage hier erstmal im Blick. Das sieht schon ganz, das sieht viel schicker aus. Okay, das wird unser nächster Wohnblock. Ich finde, das sieht schon sehr gemütlich aus. Das sieht aus, als würde man da auf jeden Fall wohnen wollen. Guck mal, die Leute ziehen auch direkt her. Offensichtlich hatte ich recht damit, dass die Leute hier direkt wohnen wollen. Und in die Mitte kommen Einkaufsmöglichkeiten. Was ist eigentlich aus der grünen Stadt geworden? Wir müssen erstmal Geld erwirtschaften. Und mit dem Geld können wir dann grün bauen. Oh, guck mal. Da kann ich noch so einen schönen Wohnblock hinsetzen. Das ist quasi das Musterhaus in unserer schönen Anlage. Schick. Das ist in der Tat sehr schick und sehr nobel. Das ist vielleicht ein bisschen zu nobel für die Gegend. Ich denke, das Risiko besteht, dass da dann vielleicht keine Leute wohnen wollen. Setzen wir es lieber hier hin und sorgen dafür, dass die anderen Anrainer keinen Wohnort mehr haben. Warum bringen Spiele immer das Schlimmste in dir hervor? Hey, was? Hä? Wieso denn das Schlimmste? Hey, ich bin doch mega wholesome. Ich habe den Betonblock extra weggemacht, damit die armen, reichen Leute kein schlechtes Gewissen dafür haben müssen, dass sie reich sind, obwohl sie gar nichts dafür können. Das ist so ungerecht, wenn man ihnen das die ganze Zeit vorhalten muss und so belastend. Deswegen bin ich auch so großartig und habe das weggemacht, damit sie sich damit nicht belasten müssen. Aber das ist gut, da gibt es jetzt eine reine Busstation, um quasi anständige Busverbindungen bauen zu können. Also ich bereite mich quasi schon drauf vor, hier Busverbindungen zu bauen. Für eine effiziente Nutzung und für ÖVMP. ÖVPN? ÖVPN. Kreisverkehr Bu. Warum denn Bu? Was hat dir denn der Kreisverkehr getan? Der kann doch nichts für. Wenn du genau hinhörst, kannst du die leisen Peitschenhiebe hören, damit die Cam durchhört. Psst, das darfst du dir doch nicht sagen. Hallo, da bekomme ich Probleme mit dem Arbeitsschutz. Oh, kleines Städtchen, Leute. We have it. Was haben wir hier? Kommunikation. Ja, wer braucht denn Internet? Parkpflege. So, freischalten. Große Parks. Freischalten. Sportparks. Freischalten. So, Leute. Das ist das, was wir brauchen. Ja. Ja, Mann. Sowas. Und was ist das hier? Skatepark. Ja. Guck mal. Das ist Lebensqualität. Oh mein Gott. What is this? Hätten wir mal Windräder gebaut. Also ich hätte theoretisch gesehen, gibt es Katastrophenschutzdinger. Aber ich habe keine Katastrophenschutzdinger. Wir haben ein Parkhäuser, theoretisch gesehen, ja. Hier bei Chirpe beschwert sich jemand wegen schlechtem Internet. Tu etwas. Hä? Wofür denn Internet?
Wir wollen ja keine Influencer haben. Das passt doch schon, wenn es kein Internet gibt. Wir haben viel zu wenig Kunden. Warum steigt denn Industrienachfrage immer weiter? Warum hört das denn nicht auf? Wir brauchen als Übergangsproblemlösung tatsächlich ein neues Kraftwerk. Es ist halt, also wir arbeiten daran, das geldtechnisch besser umzusetzen. Aber die jungen Menschen müssen auch was dafür tun. Und wenn die jungen Menschen Internet haben wollen, dann brauchen wir leider ein zweites Kraftwerk. Großartig. Jetzt haben wir zwei Kraftwerke. Da ist ein Verkehrsunfall und da kommt wirklich jemand hin. Da kommt ein Polizeiauto hin und schaut sich das an. Dann würde ich sagen, bauen wir mal ein Postamt. Und jetzt können wir so Briefkästen verteilen. Hier kommt ein Briefkasten hin. Die Schule bekommt einen eigenen Briefkasten. Hier kommt ein Briefkasten hin. Hier kommt einer hin. Ah, das kostet alles sehr viel Geld, ne? Was wir da gebaut haben. Dafür können die da jetzt so kleine Dinger verschicken. Das finde ich schon cool. Ich krieg das mit der Industrie nicht hin. Weil ich das Gefühl habe, desto mehr Industrie ich baue, desto mehr Industrie soll ich bauen. Falls das irgendwie Sinn ergibt. Du bist betrunken. Nee, aber ich baue, als wäre ich betrunken. Das ist doch eigentlich völlig fein. Also ich müsste damit jetzt das Stauproblem gelöst haben. Weil ich habe jetzt quasi hier alles rechts unten rein. Die kommen jetzt hier raus und kommen hier rechts rein, was übel entspannt ist. Und hier kommst du auch wieder raus aus dem Ganzen. Das müsste eigentlich jetzt mein Stauproblem zumindest verbessern, außer dass jetzt gleich viele Autos über 4 Spuren da hinten auf 2 Spuren fahren und ich jetzt quasi einen unterirdischen Stau gebaut habe. Aber es ist ein unterirdischer Stau, das heißt, wir sehen ihn nicht. Und das Gute an Staus, die man nicht sieht, ist, dass man sie nicht sieht. Waldbrände können uns unterirdisch nicht erreichen. Waldbrände unterirdisch, völlig egal. Wir bauen alles in Tunneln. Perfekt. Ich habe damit... Oh mein Gott, es brennt. Brennt das schon länger? Wie viele Feuerwehren habe ich denn? Ah, ja, die müssen echt von weit wegfahren, um da anzukommen, ne? Vielleicht wäre es an der Zeit, noch eine zweite Feuerwache zu bauen. Nee, die heizt nur intensiv. Ah, mein Fehler. 142 Tonnen pro Monat an Getreide fehlt mir. Mangel an Arbeitskräften mit höherer Qualifikation. Wir brauchen dafür einen höheren Bildungsstand. Was ist denn höher? Reicht das nicht? I mean, was wollen die denn? Eine Uni. Ich kann eine Uni noch nicht mal bauen. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Spezialisierung in Parks und andere Dinge gegeben, die wir nicht zwangsweise brauchen. Wir brauchen vielleicht erstmal ein College. Alter, hier ist so viele Autos. Es sind so viele Autos. Und ich werde auch Busse bauen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal Taxis. Wir packen... Ich brauche eine Busstation, es bringt nichts. Also ich kann das auch nicht schönreden. Wir brauchen Busse. Ah, hier können wir auch noch Upgrades machen, Taxizentrale. Oh ja, geil, dann können sie auch welche aus der Stadt mitnehmen. Dann haben wir jetzt eine Taxizentrale. Oh, und es gibt auch E-Taxis. 18.000. Geil, jetzt haben wir nur noch E-Taxis. Ist doch geil. Dann sind die Taxistände jetzt actually wirklich ein Improvement. Stand da nicht nur ein Viertel nur E-Taxis? Es ist nur ein Viertel. Oh Mann, ich dachte, das wären alle. Da kommen meine Busse. Halt, stopp. Was kann ich denn bei den Bussen noch machen? Ich kann jetzt E-Busse nutzen. E-Busse. 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 Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich mach mal... Ich habe immer noch keine Naturschutzsachen. Katastrophendinge. Aber es sterben keine Menschen. Also offensichtlich kriegen sie schneller Kinder, als sie sterben. Alles gut. Seit wann habe ich denn so große Verkehrsprobleme? Wann ist das denn passiert? Wo kommen die denn her? Bewegt sich hier? Habe ich Pause gedrückt? Nee, ich habe nicht Pause gedrückt, ne? Der Verkehr steht einfach nur komplett. Okay, wir können den Verkehr jetzt einfach... Wir können das fixen. Das ist eure neue Zufahrt. Das macht gar nichts, ne? Das ist völlig nutzlos. Ich glaube, was wirklich viel helfen würde, wäre, die Straßen einfach schneller zu machen. Straßen sind wichtiger als die Universität. Ah, ich wollte eine Universität bauen. Ja, das habe ich vergessen, dass wir eigentlich eine Universität... Ja, aber... Ja, wer braucht ein College? Es ist perfectly normal. Ich mache auch gar nicht den FDP-Simulator gerade. Alles ist okay. Autobahnen dürfen so aussehen.
Ich glaube, es gibt vielleicht effizientere Möglichkeiten, das umzusetzen. Gib mir mal eine Sekunde. Ich glaube, ich muss hier vielleicht mal meinen Kraken ein bisschen reduzieren. Lasst uns ein bisschen weniger krakenhaftig bauen. So, und es ist jetzt auch erstmal nur so gelöst. Das ist auch erstmal egal. Es geht jetzt nur mal darum, dass wir eine Stadtautobahn haben, die funktioniert, oder? Also, theoretisch gesehen kann man jetzt hier in die Stadt reinfahren. Dann kann man hier abfahren, durch den Tunnel durchfahren und kommt hier hin. Hier kann man an der Schnellstraße entlangfahren, rein theoretisch gesehen, über diesen Kreisverkehr und kommt damit auf die Stadtautobahn, um dann hier wieder abzufahren, Wobei ich dieses ganze Ding hier nicht runtersetzen, sondern hochsetzen möchte, damit es dann über das da überirdisch drüber geht und auf die andere Seite und man damit dann wieder hinten auf die Autobahn kommt. So, und ich hoffe, dass das den Stau hier reduziert. Ich weiß noch nicht genau, wie das gehen soll, aber ich hoffe es ein bisschen, weil die dann quasi, wenn hier Stau ist, über die Stadtautobahn von der anderen Seite ranfahren können, damit sich's von beiden Seiten staut. Scheiße, ey. Ich brauche eine U-Bahn. Ich glaube, das realistischere Ding wird die U-Bahn.